Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefs. Das fängt mitten im Satz an. Das ist ein langer Satz da. Vers 16. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Wisset aber, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen ward. Denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Darf ich persönlich sagen, dass es für mich ein großes Erlebnis ist, wieder einmal auf dieser Kanzel zu stehen, auf der ich viele Jahre gepredigt habe. Ich darf bei dieser Gelegenheit meiner Freude Ausdruck geben. Das ist jetzt über ein Jahr her, dass ich weg bin, dass diese Arbeit und diese Gemeinde zusammengeblieben sind und dass Gott meinen lieben Nachfolger, den Pastor Demmer, hier bestätigt hat und eingesetzt hat. Das ist mir ein Grund zu großer Freude und Dankbarkeit. Und jetzt erlauben Sie mir, dass ich den Text noch mal lese. Ich habe das abgrundtiefe Misstrauen, das erste Mal kein Mensch das richtig aufnimmt. Und nur wenn Sie es ganz aufgenommen haben, können Sie der Predigt folgen. Ich lese noch mal. Dass niemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Wisset aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward. Denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Ich habe kürzlich wieder einmal einen interessanten Briefwechsel zur Hand genommen, der im Jahre 1740 zwischen zwei bedeutenden Leuten geführt wurde. Der eine Partner dieses Briefwechsels war der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., der Erfinder der preußischen Armee und des preußischen Beamten, beide inzwischen ausgestorben. Der andere Partner war der fromme Graf Zinzendorf, ich hätte beinahe gesagt, der Erfinder der Brüdergemeinde und des Liedes Herz und Herzverein zusammen. Ich kann jetzt nur aus dem Briefwechsel ein paar Sätze, entscheidende Sätze herausnehmen. Da hat Zinzendorf dem frommen, dem König geschrieben, er hoffe und glaube, dass sein Herr Jesus, sein gekreuzigter Heiland, dem König noch alles werden möge. Seine Majestät waren leicht pikiert über diesen frontalen Angriff. Wenn ich heute evangelisiere, sagen die Leute immer, so direkt darf man heute nicht reden. Das war damals schon so. Es war der König also ein wenig pikiert und antwortete, ich lese nur den entscheidenden Satz vor. Nach meiner Überzeugung stehe ich mit Gott und meinem Heiland sehr gut. Also ich brauche deine Ermahnungen nicht. Ein Kopfhänger bin ich dabei nicht. Und werde es auch nicht werden. Nun kommt ein kleines Zwischenspiel. Zinzendorf schreibt, Majestät, ich würde Ihnen schrecklich gern antworten, aber ich weiß nicht, Könige sind leicht empfindlich und so. Und dann schreibt der König, nein, nein, also schreib ruhig, lieber Zinzendorf, was du zu schreiben hast. Und nun kommt neuer Brief Zinzendorf, der heißt wörtlich, das lese ich Ihnen vor. Majestät haben ganz recht. Wenn sie weder selbst den Kopf hängen lassen, noch es an anderen lieben. Ich gehe auch so gerade, wie ich kann. Aber es kommen Zeiten, da auch Könige krumm und sehr gebückt
und den ganzen Tag traurig gehen müssen. Wenn die Sünden über ihr Haupt gehen, das ist ein biblischer Satz, wenn die Sünden über ihr Haupt gehen und wie eine schwere Last zu schwer werden. In diesem Falle wäre es nicht gut, wenn man den Kopf nicht hängen lassen wollte. Interessanter Briefwechsel. Sehen Sie, der König, der wäre so nach unseren Maßstäben ein großartiger Christ gewesen. Ich wäre in Bonn froh, wenn in Bonn einer so mal spräche. Ich stehe mit Gott und meinem Heiland sehr gut, nicht? Aber was Buße ist, wusste er nicht. Aber der Christenstand von Zinzendorf war durchtränkt mit Buße. Durchtränkt mit Buße. Und sehen Sie, Zinzendorf und der Booster heute und unser Text, die erheben miteinander ihre Stimme und sagen, also ohne Buße geht es nicht. Was nicht? Alles nicht. Ohne Buße geht es nicht. Ich möchte das als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben. Ohne Buße geht es nicht. Ich habe wie üblich drei Teile. Ich will nach Möglichkeit von dieser alten Ordnung nicht mehr runtergehen. Wir wollen als erstes sprechen von dem Mann, für den es keinen Bußtag mehr gab. Erstens der Mann, für den es keinen Bußtag mehr gab. Das war Esau. Er wird erzählt von einem Mann namens Esau. Das ist eine alte Geschichte, nur eine uralte Geschichte. Die steht ziemlich am Anfang der Bibel. Und Sie sagen vielleicht mit Recht, hat es denn einen Sinn, die alten Geschichten vorzugrosen? Also wenn heute Nazi-Prozesse sind, da sagen die Leute schon, wollte immer die alten Sachen herausholen und jetzt holt die Kirche eine Geschichte von Anno Tobak heraus, von dem Esau. Lohnt das denn? Ja, es lohnt, meine Freunde, es lohnt. Denn sehen Sie, seit Esaus Zeiten hat sich das Menschenherz nicht geändert. Wissen Sie, ich kriege furchtbar viel erzählt von modernen Menschen. Ich kann gar nicht mehr hören, in der pluralistischen Gesellschaft, modernen Industriewelt. All das Menschenherz hat sich seit Esaus Zeiten nicht geändert. Und ebenso wenig hat sich der lebendige Gott geändert. Um die beiden geht's in der Geschichte. Wie du warst vor alter Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und sehen Sie, weil das Menschenherz dasselbe geblieben ist, und der lebendige Gott derselbe geblieben ist, darum geht uns die Geschichte an, als wenn sie heute geschehen wäre. Und ich bin sogar überzeugt, sie geschieht heute tausendfältig, diese Geschichte. Dieser Esau war der Sohn des Patriarchen, des Erzvaters Jakob. Sie wissen nicht, Abraham. Isaac, Jakob, die Großen des alten Bundes. Und Esau ist der Sohn von dem Freund Gottes Jakob. Er hätte bei seinem Vater studieren können und lernen können, was es heißt, im Frieden Gottes leben. Im Frieden mit Gott leben. Vor den Augen Gottes wandeln. Den Herrn zum Freund haben. Das hätte er bei seinem Vater lernen können. Aber sehen Sie, darauf hat der Esau überhaupt keinen Wert gelegt. Nein, er hat keinen Wert drauf gelegt. Worauf hat er den Wert gelegt? Die Bibel sagt das mit brutaler Offenheit. Er war ein Hurer. Ein hübsches Heidenmädchen, die ein irgendein Nachbar auflas, war ihm 10.000-mal interessanter als alles, was sein Vater oder sein frommer Bruder, verzeihen, ich habe eben Irrtum gesagt, er war der Sohn Isaaks, nicht? Sie haben es gemerkt, nicht? Isaaks, alles, was sein Vater Isaak und sein Bruder Jakob über Frieden mit Gott sagten. Das
Es gibt in der Welt so viel Amüsantes, so viel Unterhaltendes. Gottes Willen, Frieden mit Gott. Lieber Bruder Jakob, lieber Vater Isaac, komm, lass gut sein. Die Erotisierung des Lebens war damals schon vollzogen, nicht? Und in dieser Preislage bewegte sich unser lieber Esau. Nun muss ich hier sagen, wer für sich das Recht proklamiert, die Gebote Gottes als altmodisch oder außer Kurs zu erklären, auch das sechste Gebot, der wird es erleben, dass sich in seinem Inwendigen der Tod ausbreitet. Der geistliche Tod. Da stirbt das Organ für Gott. Da kann man nicht mehr glauben. Da hat man keine Lust mehr zu beten. Da ist einem Gottes Wort langweilig. Dann zieht es einen nicht mehr in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Dann stirbt es innerlich ab. Was Esau? Das waren zwei Welten, in denen er lebte und sein Vater Isaac und sein Bruder Jakob. Da steht noch etwas, dass niemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau. Er war ein Gottloser. Sie wissen, dass das Neue Testament griechisch geschrieben wird. Ich kann nicht ersparen, jetzt wieder ein bisschen griechisch zu lernen. Da steht hier, wo Luther Gottloser übersetzt, ein merkwürdiges Wort, das heißt Bebelos. Bebelos. Bebelos heißt ursprünglich jedem zugänglich. Also da ist kein Schild, nur für Anlieger, nicht wahr? Jedem zugänglich. Und dann heißt es profan und dann schließlich gottlos. Aber das ist der eigene Sinn, jedem zugänglich. Jedem zugänglich. Versteht ihr? Das ist zum Beispiel die Straße, ist jedem zugänglich. Da kann ein kultivierter Mann drauf marschieren und so ein Essener Barbar, der rechts Zigarrenpäckchen und links mal Bonpapier hinschmeißt. Ist jedem zugänglich, nicht wahr? Um meine alte Melodie nochmal zu singen. Bebelos, die Straße ist jedem zugänglich. Esau war Bebelos, jedem Einfluss zugänglich. Und er hörte sich ganz brav auch nochmal eine Rede seines frommen Vaters an. Und eine Predigt seines Bruders, warum nicht? Und man muss für alles Toleranz haben, aber wenn einer ihm einen dreckigen Witz erzählte, so ein Hethiter, dann fand er das auch reizend. Bebelos, jedem Einfluss zugänglich. Wir nennen das heute weltoffen, wenn wir jedem Einfluss zugänglich sind. Und wir finden das heute außerordentlich großartig, wenn einer Bebelos ist. Die Bibel findet es nicht großartig. Das Gegenteil von Bebelos, von jedem Einfluss zugänglich, drückt die Bibel so aus. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne. Sehen Sie, da kommen die Einflüsse her, aus dem Herzen, ganz von unten. Und die Sinne, da strömt die ganze Welt ein. Und wenn man nicht Bebelos ist, dann ist der Friede Gottes als Posten gegen das, was von innen aufsteigt und gegen das, was von außen kommt, als Wache und sortiert. Der Friede Gottes bewahre. Esau war jedem Einfluss zugänglich. Ach Gott, wie viele sitzen hier, bei denen das genau dasselbe gibt, die jetzt mal eine Predigt anhören und heute Nachmittag ist wieder alles weg und da kommen andere Einflüsse. Nur ein Einfluss war bei dem Esau nicht vorhanden, das stille Wirken des Geistes Gottes am Herzen. Der stille Geist Gottes kam nicht zum Zuge. Lassen Sie mich das noch einmal, was hier gesagt wird von Esau, andersrum sagen. Sehen Sie, der Apostel Paulus hat einmal einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Ephesus. Er fängt herrlich an. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Himmlische Güter, Vergebung, Gnade, Frieden, Freude, Wort Gottes.
Das war also dem Esau völlig törichter Unsinn. Gott hat nichts dagegen gesagt. Er hat doch zu Hause ganz gut gelebt mit den Seinigen. Aber das war nichts für ihn. Die himmlischen Güter waren ihm wertlos. Was bedeuten ihn die himmlischen Güter? Die waren ihm wertlos. Die Bibel erzählt sogar ein Beispiel hier in unserem Text, dass er um eine Speise willen die Erstgeburt verkaufte. Sehen Sie, das war so eine von Gott auserwählte Familie in einer heidnischen Welt. Abraham, Isaac und dann Esau. Der war erst der Erstgeborene. Er war der Erstgeborene. Er sollte das geistliche Erbe dieser auserwählten Gottesfamilie antreten. Und das war ihm so wertlos, dass er eines Tages, als er ein bisschen Hunger hatte, Kohldampf hatte, dieses Recht seinem Bruder verkaufte um ein Mittagessen, um ein Linsengericht. Linsen mit Wurst, ne? Versteht? Da kam er von der Jagd, hatte Hunger, hat gesagt, kannst du das haben, nicht? Die geistliche Güter sind mir gleichgültig. Er hat um ein Linsengericht seine Erstgeburt verkauft. Bis der Tag kam, von dem es heißt, als er den Segen ererben wollte, ward er verworfen. Denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Da kommt ein Tag, da geht ihm auf, Gott lebt und ich bin draußen. Und er ist an mir vorübergegangen. Und es war alles falsch. Und jetzt will ich umkehren. Und jetzt will ich Buße tun. Und dann konnte er nicht. Es war alles erstorben. Sein Gewissen war tot. Ich kann mir das vorstellen. Wie er umkehren will zu Gott. Ich bin doch ungesegnet. Ich bin ungesegnet. Gott ist Wirklichkeit. Und wie er Gott gar nicht fassen kann, wie der vor ihm verschwimmt, zu einem Begriff wird, zu einer Theorie. Er kann Gott gar nicht in sein Gesichtsfeld kriegen. Und sagt, schließlich ist hier alles so Kram von Theologen. Und wie er sagt, ich muss doch Buße tun. Und dann kann er seine Sünde gar nicht so schlimm finden. Und andere sind schlechter. Und Gebote Gottes, ja schließlich bin ich auch Natur. Und das ist das Grauenvolle, wenn man Sünde nicht mehr Sünde nennen kann und darüber weinen kann. Er war verworfen. Meine Freunde, geht Ihnen da auf. Und das ist das, was ich im heutigen Buß darin so gern sagen möchte. Es ist Gnade und Werk Gottes, wenn man Buße tun kann. Ich möchte Sie nicht animieren, Buße zu tun. Das ist Gottes Gnade, wenn er Ihnen die Chance gibt, Buße zu tun. Es ist Gnade Gottes, dass wir Buße tun dürfen. Gott braucht unsere Buße nicht, aber wir brauchen sie, wenn unser Leben nicht in der Dunkelheit endigen soll, wie das Esaus. Er suchte es und konnte es nicht finden und geht unter in Tränen. Ein starker Jäger. Ich muss ein zweites sagen. Der Mann, für den es keinen Bußtag gab, das war das erste. Und ich war, da kommt das zweite ganz von selber jetzt. Was ist denn eigentlich Buße? Zweitens, was ist denn eigentlich Buße? Was ist denn das, dieses Buße, von dem wir sagen, ohne Buße geht es nicht? Lassen Sie mich eben sagen, was es nicht ist. Dass einer Sehnsucht hat nach Gott, ist noch nicht Buße. Nun bekam Esau Sehnsucht nach Gott und wurde verworfen. Dass man sich umkehrt zu Gott, ist noch nicht Buße. Esau wollte umkehren, wurde nicht angenommen, weil er ohne Buße kam. Dieser Mann, der Buße tun will, der umkehren will, nicht kann, meine Freunde, wäre nach heutigen Maßstäben ein wundervoller Christ. Und jeder Pastor wäre froh, wenn er zu ihm in die Sprechstunde käme.
und verworfen. Sehen Sie, ich muss das noch mal sagen. Es ist schrecklich, wenn ein Mensch die Sehfähigkeit verliert. Hier, dass man dauernd diese Brille auf- und absetzen muss und so. Wissen Sie, das ist fürchterlich. Ne? Oder wenn man die Hörfähigkeit verliert. Dass einer schreit, wie geht's Ihnen? Und Sie sagen, London. Sehen Sie, es ist grauenvoll, nicht? Oder wenn man die Gehfähigkeit verliert, muss im Rollstuhl fahren. Aber das ist ja alles nichts. Gegen das Furchtbare, wenn man die Fähigkeit zur Buße verloren hat. Und lassen Sie mich das sagen, ich sage es mit großer Betrübnis, ich fürchte, dass das Kennzeichen unserer Christenheit ist, dass man nicht Buße tun kann. Dass auch das Kennzeichen unseres Volkes ist. Darf ich mal zwischendurch eben sagen, Sie haben alle das Drama vielleicht oder gehört davon, von Hochhuth gelesen, wo er sagt, wie hat die Kirche versagt den Juden gegenüber. Wäre es nicht richtig, wenn die katholische und evangelische Kirche aufständen und sagten, das ist wahr, wir haben gesündigt. Stattdessen rechtfertigen sie beide, was sie doch getan haben, demonstrieren dafür, dass sie nicht versagt haben. Die Unfähigkeit zur Buße in Kirchen und in unserem Volk. Und im persönlichen Leben. Wenn wir am heutigen Tag Angst bekämen vor dieser inneren Verstockung in uns und um uns her. Was ist nun Buße? Ich kann es nicht anders ausdrücken als so. Buße ist das Entsetzen über die Heiligkeit Gottes, der mit keiner Sünde Frieden schließt. Und das Entsetzen über den eigenen verlorenen Zustand. Dass ich einmal einen Schritt in die Wirklichkeit tue und sehe mich und ihn. Das Entsetzen über die Heiligkeit Gottes, der mit unserer Ichsucht, unserer Launhaftigkeit, unserer Unkeuschheit, unserer Lügen keinen Frieden schließt. Und das Entsetzen über uns selbst. Lassen Sie an einem Beispiel deutlich machen. Sehen Sie, es lebte vor 2000 Jahren ein junger Mann namens Saulus. Er wurde der spätere große Apostel Paulus. Ein großartiger Mann, untadelig in seinem Leben, religiös, eifrig, fleißig. Ein Mann, eine Zierde für Staat und Kirche. Und dieser Mann begegnet dem auferstandenen Herrn Jesus bei Damaskus. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte. Darum leuchtet in ein Licht, dem Licht sieht er die Majestät Gottes und sein Leben. Der Heilige Geist überführt ihn, so heißt es in der Bibel, dass er nicht glaubt an den Sohn Gottes. Von der Sünde, dass er nicht glaubt an den Sohn Gottes. Da ist Paulus so entsetzt über die Majestät Gottes und über sich selber, dass er, so heißt in der Bibel, 3 Tage nicht aß und 3 Tage nicht trank. Nicht schläft. Einfach in einem starren Entsetzen. Habe ich ja gar nicht gewusst, wie das alles ist. Er hat Gottes Verdammungsurteil über sich gehört und dieses Urteil angenommen. Und sehen Sie, das ist Buße. Dass ich Gottes Verdammungsurteil über mein Leben höre und Ja dazu sage. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, sehen Sie mal das Kreuz Jesu an, so lange, bis Ihnen was dämmert. Dieser Todesspruch über Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen, gilt uns. Das ist Gottes Urteil über unser Leben, dass ich das höre und Ja dazu sage. Ich habe neulich in einem christlichen Blatt gelesen, Buße ist, dass mir was Nettes einfällt für meinen schwierigen Nachbarn. Ist was Nettes, wenn mir was Nettes einfällt meinem schwierigen Nachbar gegenüber. Aber Buße, soll dieses ganze Evangelium heute in Moral aufgelöst werden? In dünnste Moral?
diese Harmlosigkeiten all überall in der Christenheit heute. Mir dämmert vielleicht eine Ahnung von Buße, wenn ich zum ersten Mal richtig das Wort Jesu höre. Fürchtet euch vor dem Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Ja, vor dem fürchtet euch. Meine Freunde, wir haben alle von Jesus gehört. Von seinem Blut, von seiner Gnade. Und sie warten darauf, dass ich endlich damit anfange, nicht wahr? Und die etwas erschrockenen Herzen vielleicht aufrichte. Wir wollen alle an Jesus teilhaben und an der Gnade Gottes. Ich möchte Ihnen an diesem Bußtag in aller Deutlichkeit sagen, solange Sie nicht Buße tun können, haben Sie keinen Teil an Jesus, an seiner Erlösung, an seinem Blut und seinem Reich und seinem Heil und seiner Gnade. Keinen Teil! Das ist der Anfang eines geistlichen Lebens, dass ich Buße tun kann, und das bleibt im Fortgang des Lebens. Lassen Sie mich einfach ein Beispiel brauchen, das ein wenig deutlich macht. Ich habe es heute mit den alten Preußenkönigen merkwürdigerweise. Also zur Zeit Friedrich des Großen war einmal eine vornehme Dame mit dem Gericht zusammengekommen, weil sie in eine dumme Sache verwickelt war, eine böse Geschichte. Und nun soll sie vor Gericht gestellt werden und wird todsicher zu einer schweren Strafe verurteilt. Und da kommen nun einflussreiche Leute zum König und sagen, Majestät, es untergräbt die Autorität des adligen Standes, wenn diese vornehme adlige Dame hier vor Gericht steht, wie also ein schlichter Verbrecher. Und der König möge sie doch begnadigen und der Sache damit ein Ende machen. Und da hat Friedrich der Große großartig geantwortet. Er hat geantwortet, begnadigen kann ich erst, wenn sie verurteilt worden ist. Erst muss ein Mensch verurteilt sein, dann kann er begnadigt werden. Und sehen Sie, so steht es zwischen unserem Gott und uns. Erst muss ich Gottes Verdammungsurteil über mein Leben, über meine guten Werke, über meine bösen Werke, über alles hören. Ich sage nochmal, ich kann es am Kreuz ablesen, dieser Todesspruch über Jesus gilt mir. Und muss ihm recht geben, dann tut sich mir wohl die Tür ins Reich der Gnade auf, das uns durch Jesu Tod und durch sein Sterben und Kreuz eröffnet ist. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Ich sprach von dem Mann, für den es keinen Bußtag gab. Wir fragten, was Buße ist. Lassen Sie mich kurz zum Schluss noch einmal sagen, eine Frage stellen, Ihnen mitgeben, ob es für uns wohl einen Bußtag gibt. Ob es für uns einen Bußtag gibt. Oder sind wir Esaus? Dass niemand sei ein Hurer oder ein Gottloser, ein jedem Einfluss zugänglicher wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Wisst aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen war. Denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Meine Freunde, ich bitte Sie, lassen Sie sich durch niemand und nichts den Ernst solcher Worte wegreden. Sehen Sie, es geht in unserer Kirche heute ein Wort um. Das können Sie auf Kirchentagen hören, und im kirchlichen Fernsehen und Rundfunken in Kirchenblättchen lesen. Und das heißt so, im Mittelalter fragte der Mensch, wie kriege ich einen gnädigen Gott? So fragt der Mensch im Jahr 1963 nicht mehr. Der Mensch von 1963 fragt, wie kriege ich einen gnädigen Nächsten? Und da wir Menschen auf seine, modernen Menschen, auf seine Frage Antwort geben müssen, können wir nicht einen Christus von 1915 predigen, sondern müssen den Menschen sagen, wie er einen gnädigen Nächsten kriegt. Und so.
Meine Freunde, das heißt, der moderne Mensch und seine modern gewordene Kirche verzichten offiziell auf Buße und auf die Möglichkeit, begnadigt zu werden vom lebendigen Gott, weil es den modernen Menschen, seine moderne Kirche nicht mehr interessiert. Wie wird dieser viel zitierte und zu Tode gehetzte moderne Mensch einmal Raum zur Buße suchen, wie sein großes Vorbild Esau, wenn ihm aufgeht, dass er um einer Speise willen, so heißt hier, um irdischer Probleme willen, die Frage nach dem Frieden mit Gott und nach dem Heil und der Versöhnung, der ewigen Errettung hinten angesetzt hat. Dass Gott doch durch seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist uns den Schrecken schenkte vor ihm und über uns selbst. Meine Freunde, dann versteht man erst Jesu Kreuz. Dann kann man glauben. Der hat alle Gerechtigkeit für mich erfüllt. Der hat das Gesetz für mich erfüllt. Der ist der Versöhner. Der bringt sich selber zum versöhnen Opfer dar, dieser hohe Priester Jesus. Der ist die Tür zum Leben. Bei ihm ist Jesus am Kreuz. Bei ihm ist Vergebung der Sünden. Bricht die Gnade Gottes durch wie die Sonne durch Wolken. Bei ihm ist Freude und neues Leben und Kraft und Hoffnung des ewigen Lebens. Ich muss schließen. Lassen Sie uns nicht den Weg des Esau gehen, der um irdischer Probleme willen, um einer Speise willen, den geistlichen Weg zum Frieden mit Gott verschmähte. Lassen Sie uns lieber den Weg des Apostel Paulus gehen, der an seinen Freund Timotheus einmal schrieb, und damit schließe ich, es ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass der Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder zu erretten, unter welchen ich der Größte bin. Lassen Sie uns beten. Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns nicht Vermutungen zeigt, sondern klar den Weg zum Leben. O, führ uns aus den Worten ins Leben hinein, ganz ohne Wanken dein eigen zu sein. Amen.